Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Endlich haben wir Neuigkeiten bekommen durch ein Campfire. Wir wissen, wann das Gauntlet startet, wir wissen, wann die Leaderboards kommen, Class Changes und noch vieles mehr. Also echt viele coole Sachen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem, was meiner Meinung nach am wenigsten interessant ist. Das sind die Class Balance Changes. Die werde ich euch unten einmal in der Videobeschreibung markieren. Könnt ihr euch selber anschauen. Meiner Meinung nach gibt es da nichts, was wirklich mega spannend ist. Außerdem ist es ja auch mitten in der Season, deswegen sollte auch in der Season nicht krass etwas geändert werden. Es wird auch nichts extrem gedebufft. Auch der Ansturm beim Barbaren soll nicht genervt werden, sondern der ist genau an der Grenze, bevor es zu OP ist. Also echt gute Neuigkeiten. Insgesamt gibt es sogar, das werdet ihr gleich sehen, einen kleinen Buff oder eigentlich einen ziemlich großen Buff für den Barbaren und auch für den Druiden für bestimmte Builds, das werdet ihr gleich nochmal sehen, weil nämlich, kommen wir direkt zum nächsten, die Vampirfähigkeiten zurückkommen. 5 oder 6 an der Zahl, ich werde die hier jetzt einzeln mal einblenden. Und da kommen 2 mit zurück, die ich richtig cool finde. Einmal Metamorphose, was die Entrinn-Abklingzeit erhöht, aber man hat diese geile Morphosis-Fähigkeit, die erinnert euch, wo man in Fledermausschwarm durch die Gegner durch konnte. Sehr, sehr cool. Und das ist noch krasser, Blutbeule kommt zurück. Alle 20 Sekunden wird es einen garantierten Überpowerungseffekt geben. Also das ist ein Ultra-Ultra-Buff eigentlich für die Pulverisieren-Druiden und natürlich auf die Hammer der Uran aufwühlen und Todesstoß-Barbaren. Sehr, sehr geil. Das Ganze wird es als legendäre Aspekte geben. Also wir werden nicht einen Unique oder sowas bekommen, sondern einen Aspekt, den wir auf unsere Gegenstände packen können. Finde ich sehr, sehr cool. Dann wird es für Season 4 das erste Mal Public Test Realms geben. Bedeutet, wenn ihr Diablo 4 auf dem PC spielt, dann könnt ihr mit Glück am Testserver teilnehmen und Season 4 vorher schon ausprobieren und Feedback geben an Blizzard. Das haben sich ja ganz viele gewünscht, dass sowas für Diablo 4 eingeführt wird, weil das gab es schon in Diablo 3 und soll jetzt auch für Season 4 und dann wahrscheinlich auch für die Zukunft mit reinkommen. Einziger Downer halt nur für die PC-Leute. Ihr wisst ja, ich spiele auf der PlayStation. Ich könnte auf Krampf jetzt auf dem PC spielen, aber denke ich, werde ich nicht machen. Ich könnte es auf dem Steam Deck spielen eventuell. Sollte mich Diablo da ansprechen, vielleicht mache ich da was. Gucken wir mal. Da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber für alle, die auf der Konsole sind, RIP, das geht nur für den PC. Und dann kommt natürlich am 5. auch das Gauntlet und die Leaderboards raus, zusätzlich zu den Vampirfähigkeiten. Finde ich sehr, sehr cool, dass das jetzt eigentlich fast komplett in der Mitte der Season stattfindet. Endlich mal wieder was Neues. Da werde ich auf jeden Fall reinschauen. Ich werde, glaube ich, nicht hart auf die Leaderboards suchten. Dafür bin ich, glaube ich, einfach zu schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde mir das Ganze mal angucken. Die Leaderboards, das wissen die meisten ja schon, wie das abläuft, wird ein wöchentlicher Dungeon sein, den ihr mit jeder Klasse absolvieren könnt, der sich auch nicht ändert und die Gegner dort so stark sind, dass ihr auf jeden Fall Level 100 sein solltet, um das Maximum rauszubekommen. Ihr könnt den Gauntlet so oft machen, wie ihr wollt und müsst dann in einer bestimmten Zeit dort so viele Punkte wie möglich machen. Wenn ihr sterbt, ist das kein Problem. Ihr verliert ein paar Punkte, könnt aber weitermachen und könnt so über die Woche verteilt versuchen, den besten Highscore dort rauszukriegen mit den verschiedenen Builds. Das Leaderboard ist unterteilt in die verschiedenen Klassen. Also ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich weiß, dass viele von euch sich schon seit Season 1 Leaderboards wünschen. Deswegen viel Spaß mit den Leaderboards und testet da euer Können. Bin ich sehr gespannt, was ihr da sagt. Und ob jemand aus meiner Community, Grüße gehen raus an Brutal und die Vielspieler, die noch aktiv im Clan sind. Apropos Clan, wir haben einen Diablo-Clan, den ich nicht so aktiv aktuell betreue. Das wird sich aber jetzt in den nächsten Tagen wieder ändern. Also wenn ihr einen Clan sucht, könnt ihr hier auf jeden Fall beitreten. Ihr seht, gerade sind 19 Spieler online. Also der ist nicht tot, der ist immer noch aktiv. Das heißt, wenn ihr einen aktiven Clan sucht, kommt gerne auf Discord oder in unseren Team Diablo-Clan auf Diablo 4. Es hatten sich ja einige darüber beschwert, echauffiert, dass man hier 5 prächtige Funken braucht. Das Ganze wird auch reduziert auf 4. Sollte dann, ich weiß nicht, ob 4 für euch jetzt, ob ihr euch das happy macht. Einige hatten gesagt 2, einige hatten gesagt 3. 4 ist jetzt nur einer weniger. Aber ich meine, einer weniger ist ja besser als nichts.
Ja, hier wird nochmal reduziert. Und das war's dann. Es gab noch ein paar Worte zu Season 4, Itemization, alles, was wir schon wissen, alter Hut. Es gibt Gerüchte über Lootfilter, aber noch nichts Konkretes. Ich denke, da müssen wir auf den nächsten Campfire-Chat warten, der nicht so lange auf sich warten lassen sollte. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann gerne Follow auf den Kanal da lassen. Ich werde weiterhin Diablo-Stuff bringen, auch wenn ich gerade in der Skull and Bones Sucht gefangen bin, aber Diablo 4, ihr wisst, ich liebe das Game. Da werde ich auf jeden Fall weiterhin reinschauen und demnächst werden auch wieder aktivere Zeiten kommen. Leaderboards, Gauntlet und dann ist ja auch schon wieder bald Season 4. Ich habe richtig Bock, da wieder rein zu grinden. Und worauf ich mich am meisten freue aktuell, sind tatsächlich die Vampirfähigkeiten. Also Metamorphose kommt zurück, Blutbeule und noch ein paar andere. Sehr, sehr cool. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Findet ihr, dass der Mid-Season-Update gelungen ist? Oder hättet ihr euch mehr gewünscht? Findet ihr vielleicht ein paar Class-Balance-Änderungen nicht so gut? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagen habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.